Ich habe mal wieder ganz normal geschlafen, wie eigentlich jeden Tag. Dann bin ich aufgewacht und was viele als erstes machen, ich unter anderem auch, ist aufs Handy schauen und bei mir war es an diesem Tag TikTok. Und auf einmal habe ich ein TikTok gesehen, was mich wirklich, wirklich traurig gemacht hat. Und Kral hat öffentlich bestätigt, dass er Fortnite gequittet ist. Und Kral ist offiziell Fortnite gequittet. Und als kleines Andenken-Video an ihn, beziehungsweise um nochmal irgendwas mit Kral zu machen, weil er einfach die größte Legende war, habe ich mir gedacht, ich werde mal seine Sense in Fortnite benutzen, um zu schauen, was ich damit drauf habe, da er ja jetzt nichts mehr damit drauf haben kann, da er kein Fortnite mehr spielt. Wenn euch das ganze Video gefällt und wenn ihr sehen wollt, wie gut ich mit der Sense bin, lasst doch gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal da und tragt ihr meinen Creator-Code Shanti ein. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Jungs, ich zeige euch auf jeden Fall jetzt erstmal, wie ich mit der normalen, also mit meiner normalen Sense freebuilde. Das ist einfach, also, keine Ahnung, so halt so das Standardzeug so von mir. Also so sieht's aus, wenn ich jetzt einfach mit meiner normalen Sense und nicht mit der Sense irgendwie von Moncral oder von irgendjemand anders freebuilde. Damit man ein bisschen die Mechanik sieht, ich werde auch gleich ganz kurz noch zeigen, wie das dann aussieht mit der Moncral Sense. Aber einfach nur, damit ihr einen groben Überblick habt, wie ich spiele mit meiner Sense und dann gleich mit der Moncral Sense, damit man so ein 1:1 Vergleich hat direkt. Und ich würde sagen, ich suche jetzt direkt die Sense raus von Moncral und dann geht's rein in das Video. Face Moncral Settings. Also ich habe ja vor einem Jahr das Video gemacht und das Ganze ist ja jetzt ein Update davon. Moncral hat nämlich ein Sense-Video hochgeladen vor 2 Monaten, das ist so relativ neu. Okay, er hat 9, 9, 33 und 33. Also, er hatte eine geisteskranke Low-Sense, glaube ich. Und ich glaube, im letzten Video hat er auch eine relativ Low-Sense gehabt. Ich bin mir aber nicht sicher. Es kann auch sein, dass jetzt dieselbe Sense wieder ist. Aber das letzte Video, was ich gemacht habe, ist ja schon ein Jahr her. Und er hat 9, 9 und 33, 33. Das ist gar nicht so viel Unterschied zu meiner eigentlichen Sense. Zack, zack, zack. Bumm. 9, 9, 33, 33. Ist ein bisschen lower. Das heißt, mein Aim sollte damit eigentlich ein bisschen besser sein. Und meine Mechanics eventuell ein bisschen schlechter. Also das ist jetzt mit der Moncral Sense. Aber ich merke da jetzt keinen krassen Unterschied. Man kann ja auch bei meiner Handcam sehen, wie ich meine Maus bewege und sowas. Das ist eigentlich... ist eigentlich kein großer Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist halt eins. Das kann auf jeden Fall... jetzt, wenn wir gleich in eine normale Runde gehen, kann das auf jeden Fall nervig werden. Oder wenn wir jetzt irgendwie in Creative 1 gegen 1 gehen. Aber sonst... ist alles in Ordnung. Ist alles sowas von in Ordnung eigentlich. Ja, zack, 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 bum, 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 bum. Okay, würde ich sagen, wir gehen, zack, zurück zum Zentrum. Und wir gehen zu einem 1 gegen 1. Bitch, I'm too high. Okay, Chat. Ich bin jetzt hier in den ersten 1-1 drin und ich bin sehr, sehr gespannt, wie mein Aim jetzt sein wird. Da mit einer 9er Sense mein Aim eigentlich ein bisschen besser sein sollte. Weil man kann ja eine 9er Sense, wenn die niedriger ist, eigentlich besser kontrollieren. Aber ich glaube, dass meine Flicks schlechter werden. Okay, okay, Bauen ist in Ordnung. Bauen ist gut, Bauen ist gut. Hä? Hä? Was? Hä? Oh nice, das war mein erstes 1 gegen 1 heute. Ich habe heute noch kein 1 gegen 1 gemacht, gestern auch nicht. Chillig. Ah, nicht getroffen, schade. Full Piece? 120 oder so? Wieder Full Piece? Also nur Cone eigentlich. Nice! Hä? Wie cool! Wächst der mit? Weg! Eigentlich gebullied. Eigentlich gebullied, Chat. Eigentlich durch die durchsichtbare Wand durchgeschossen. Hit, 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 hit. Full Piece, ein paar Sachen. Daneben geschossen, scheiße. Hit. Nice. Oh, nice. Also Laser Aim ist gut. Also ich überlege tatsächlich, ob ich auf der Sense bleiben soll. Weil meine Mechanics sind nicht viel schlechter.
Die sind ehrlich nicht viel schlechter. Und mein Aim ist aber sehr gut. Also wirklich sehr gut eigentlich. Peace. Wieder Peace. Full Peace. Full Peace. Boah, was? Sagen, wir gehen jetzt mal eine Runde rein, also eine ganz normale Solo-Runde, beziehungsweise Public, also einfach halt eine Runde Solo. Und ich gucke, wie gut ich spiele. Wenn ich die erste Runde direkt gewinne, ist cool. Ich würde sagen, ich habe 2 Runden Zeit, um Win zu holen. Wenn ich die erste Runde verkacke, ist in Ordnung, oder ich die zweite Runde einfach bin. Wenn ich beide Runden verkacke, bin ich scheiße. Ein paar Sprüche, die kann ich gar nicht bringen, weil ich habe Twitch gebannt. Wenn er mich jetzt hört, bin ich traurig. So, liebe Freunde, und das war die erste Runde von heute. Und wir gehen in die zweite Runde. Die erste Runde war sehr geil. Weil wir vorhin auf so ein Video reagiert haben dazu. Warte kurz. Okay, Chat, jetzt. Was ist das für ein... Hä? Spielen wir Star Wars oder so? Nice, Headshot, cool. Erst Dings, eingeboxt. Nein. Oh mein Gott! 15 AP! Full Peace? Nice! Wichtig, wichtig, wichtig! Wichtig, 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 wichtig! Sehr, sehr wichtig an der Stelle, Chat. Da habe ich hier ein Medkit für mich jetzt. Nice! Das war geil! Ist für mich jetzt gerade? Wohin denn, hä? Und Classic wegen Mon Kalsens? Oh, geht doch, schade. Nice, 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 nice. Hä? War jetzt nicht so der Schlauste, Bro. Ah, jetzt seh ich's hier. Nice, GG, Bro. GG, Breit, RL. Ich hab gesagt, ich will nur ein Classic im Chat. Ich hab's gesagt. Muss ich jetzt auch machen. Das war natürlich dumm. Ja, okay, das war wirklich crazy dumm. Okay, warte mal. Okay, jetzt, okay, jetzt. So. Digga! Wie viel Leben hatte ich, Chat? 5 oder so? Ich habe mich gar nicht erschrocken, Chat. Alles gut, Chat. Ich würde sagen, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal. Da tragt ihr meinen Creator Gochanti ein. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Mittag, was auch immer. Haut rein und ciao.